Hallo, ihr Lieben. Schön, dass du mit mir heute Hormon-Yoga praktizieren willst. Und die Stunde, die folgt, ist eine Hormon-Yoga-Einführung. Also, wenn du noch nie Hormon-Yoga gemacht hast, bist du hier perfekt angekommen. Wir gehen direkt in die Praxis. Das heißt, du wirst richtig schön üben und praktizieren. Es ist eine erste Auswahl aus einem wundervollen Schatz an Hormon-Yoga-Übungen, so dass du erstmal in diese Praxis langsam hineinwachsen und hineinkommen kannst. Wenn du einfach nur deine Stresslevel senken willst, deine Nebennieren und ne, dieses ganze Cortisol, was sie die ganze Zeit produzieren müssen in unserem herausfordernden Alltag, ein bisschen versorgen möchtest, wenn du vielleicht Wechseljahresbeschwerden hast, wenn du vielleicht einen Kinderwunsch hast, der sich gerade nicht erfüllt, wenn du Zyklusstörungen hast, wenn du PCOS hast oder Östrogendominanz, wenn du Prostatabeschwerden hast, wenn du merkst, deine Stimmung ist einfach nicht besonders toll gerade und oft im Keller und du fühlst dich einfach ganz viel schlapp und müde, dann bist du sowohl als Frau als auch als Mann hier herzlich willkommen und sehr, sehr richtig. Das, was du hier machst, wird deine innere Chemie wieder sortieren. Du wirst dich lebendig fühlen und gleichzeitig sehr, sehr entspannt. So viel kann ich dir auf jeden Fall versprechen. Wenn du mehr über Hormon-Yoga wissen willst, dann guck unten in die Links. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten zu üben und auch zu lernen, wie du vielleicht selber Hormon-Yoga an andere weitergeben kannst. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß und eine tolle Praxis. Und die ersten Aufwärmübungen werden ja gleich kombiniert mit dem Bastrika Kadee. Das heißt, mit jeder Bewegung machen wir diese starke Ein- und Ausatmung, ungefähr gleich starkes Atmen. Und das Wichtigste eigentlich ist, dass sich der Bauch gut bewegt, dass die ganzen Organe im Bauchbereich richtig gut durchmassiert werden. Das steigert die Durchblutung und wenn die Durchblutung gesteigert wird, dann steigert sich auch immer, ne, die Versorgung mit Sauerstoff, mit Nährstoffen und vom yogischen Denken her wollen wir auch das Prana natürlich hier aktivieren. Und die erste Aufwärmübung ist die gefalteten Hände für die Schulterübung und steh ruhig recht satt. Die Füße nicht zu nah zusammen, dass du einen guten festen Stand hast, ruhig ein bisschen in den Knien gebeugt und das Steißbein auch gerne so ein bisschen rangezogen. Und dann atmen wir hier aus und beginnen gleich mit Bastrika zu atmen. Ein, aus. Und das Wichtigste ist, dass du spürst, dass der Bauch sich richtig schön rausbewegt, wenn du einatmest und dann wieder rein, wenn du ausatmest. Und gut stabil im Rücken, dass du feststehst. Die Bewegung kommt nur aus der Schulter. Und letzte Ausatmung. Und dann gehen wir von hier gleich über in Seite zu Seite. Und dazu nimmst du die Arme hoch, streck dich gut. Und dann in der Seitlinie sozusagen atmen wir nach rechts ein und nach links aus. Rechts, links. Wieder mit Bastrika KD. Und finde ruhig ein eigenes Tempo. Und obwohl du den Körper so von Seite zu Seite schwingst, versuch den Bauch vor und zurück zu bewegen. Und dann kommen wir zurück zur Mitte. Und dann kehren wir den Atemrhythmus um. Das heißt, jetzt, wenn wir beginnen, atmen wir nach links ein und nach rechts aus. Kannst hier in der Mitte nochmal ausatmen und dann ein links, aus rechts. Ein, aus. Wieder den Bauch gut spüren, wie der sich bewegt. Und ruhig dein eigenes Tempo. Und auch, na, ist nicht so wichtig, wie weit du dich zur Seite neigst. Die Dynamik ist eher entscheidend, auch wenn das nur eine kleine Bewegung ist. Und wieder zurück zur Mitte.
Dann kannst du die Hände gleich hinter den Kopf nehmen. Wenn die Arme aber schon schwer geworden sind, kannst du die Arme ausschütteln und die Handgelenke ausschütteln. Wir nehmen die Hände hinter den Kopf und die Füße ruhig noch ein bisschen breiter für Samba. Und in Rio feiern sie gerade Karneval, das passt gut. Wir sind jetzt hier die Speyerer Samba Band. Kannst die Knie gut beugen. Und dann beim Einatmen Hüfte rechts, beim Ausatmen links. Eine weiche Schwingbewegung und ruhig groß machen die Bewegung. Das lockert so die ganzen Strukturen im Becken. Kannst dir vorstellen, wie du deine Eierstöcke und deine Gebärmutter da hin und her wiegst. Super, und zurück in die Mitte und dann machen wir wieder das gleiche mit Einatmung nach links, atme in der Mitte aus und dann ein links, aus rechts. Und dein Tempo, mach's ruhig langsamer, wenn du dann den Atem besser spüren kannst, kommt dann auch mit der Zeit, dass es flotter geht. Und letzte Ausatmung. Super. Dann machen wir das Ganze noch vor und zurück. Ja? Kannst mal probieren, kannst auch die Arme mal lockern, die Hände an die Hüften nehmen und mal so die Beckenbewegung ausprobieren. Und wir fangen mal an mit dem Schambein so hochgezogen Richtung Bauchnabel, also so eine Schwanzeinklemmbewegung quasi. Und von hier machen wir dann einatmen den Po zurück und ausatmen holen wir das Schambein wieder hoch. Hände sind hinterm Kopf, Ellbogen zeigen nach außen, Knie gut gebeugt und dann atmen hier aus und beginnen. Ein Popo raus, aus, wieder einklemmen. Ich stelle mir bei dieser Bewegung immer gerne vor, ich habe am Steißbein einen Faden mit einem Pendel und das will ich vor und zurück schwingen. Und wieder zurück zu neutral. Und dann fangen wir an mit dem Popo rausgestreckt und machen es genau umgekehrt mit dem Atem. Du atmest hier mit dem Popo raus, aus. Und dann einatmen, Steißbein einklemmen, ausatmen, Po wieder rausstrecken. Und probier mal, ob du auch diese Bauchbewegung dazu koordinieren kannst, dass du fühlst, wie der Bauch raus geht beim Einatmen und rein richtig feste beim Ausatmen. Dafür hilft es, die Bewegung manchmal ein bisschen zu verlangsamen, um diese Kontrolle der Bauchdecke, der Bauchmuskeln zu fühlen. Und dann wieder zurück in neutral. Super! Und dann könnt ihr die Hände gerne auch wieder nochmal lockern. Da merkt man auch schon, es ist ganz schön viel. Ne? Am Anfang auch mit den Armen, das sieht so nach nichts aus, aber ne, man merkt irgendwie durch die Armhaltung, man tut was. Die nächste ist die Beindehnung im Stehen und dazu kreuzt man das rechte Bein vor das linke. Und wenn du da gutes Gleichgewicht hast, können die Füße nah zusammenstehen und die Zehen auch in einer Linie. Du kannst aber auch einen Fuß sehr viel weiter vorsetzen oder mehr zur Seite. Ja, guck, dass du auf jeden Fall sicher stehst. Das hintere Bein wird dann so durchgelockt. Dadurch gibt es gleich eine gute Dehnung an der Beinrückseite. Und wir atmen nochmal ein, nehmen die Arme hoch, falten die Hände, nehmen die Zeigefinger so raus. Und dann kommt von hier in eine Vorwärtsbeuge. Und wir üben die Grundform. Das heißt, wir hängen hier einfach ganz entspannt. Du kannst auch gerne um die Ellenbogen fassen, wenn dir das angenehmer ist. Und dann machen wir hier unser Bastrika. Du atmest aus und beginnst. Ein, aus. Fühl die Bauchbewegung, das ist das Wichtigste. Und du hast eine schöne Dehnung in der linken Beinrückseite. Thank you.
Und letzte Ausatmung. Einatmen, streck die Arme vor und zieh dich hoch. Und dann machen wir so eine kleine Gleichgewichtsübung draus. Du holst dein linkes Bein nach vorne. Und kommst gleich von hier wieder in die Vorwärtsbeuge, jetzt mit dem rechten Bein hinten. Wieder locker hängen, Kopf kann locker sein. Und du atmest aus und beginnst mit Bastik KKD. Also 7 bis 10 vielleicht Pumpungen, das ist ein guter Start. Und dann nach der letzten Ausatmung atme wieder an und zieh dich langsam hoch. Und ausatmen, senk die Arme und löse die Beine und komm auf deine Matte zum Sitzen. Und hier im Sitzen kreuz die Füße. Und dann nimm die Hände in das Mudra der Vereinigung. Das sind wie so zwei BH-Haken, die ineinander greifen. Die Schultern sind tief, die Hände so auf Brusthöhe und du hast ein bisschen Platz zwischen Händen und Brustbein. Und wir drehen und das massiert unter anderem auch gut die Nebennieren. Also auch eine schöne Anti-Stress-Übung quasi. Und gleichzeitig Massage der Bauchorgane. Und das kombinieren wir wieder mit Atmen und wir fangen wieder an zu meinem Rechts mit Einatmen. Atme aus und beginn. Ein, aus, ein, aus. Nutze die Ellenbogen, dass sie dich so richtig schön in die Drehung hineinziehen. Mach das so intensiv oder sanft, wie dir das gut tut, auch in der Wirbelsäule. Und gleichzeitig bewege wieder den Bauch beim Atmen. Und lass die Haare fliegen. Und ausatmen, zurück in die Mitte. Und dann kannst du mal den Griff der Hände wechseln, so andersrum, wie du automatisch gegriffen hast, und auch die Füße mal wechseln. Das ist so ein schönes Extra für die beiden Gehirnhälften. Und wenn du irgendwie die Haare zusammengebunden hast, kannst du die gerne öffnen, dass du richtig merkst, wie die Haare fliegen. Dann weißt du auch, du drehst richtig gut. Atme aus und links beginnt. Ein, aus. Macht ihr mal ruhig, ich gucke einfach mal. Und ich sehe richtig doll die Haare fliegen. Genau, richtig rumschwingen. Super. Und letzte Ausatmung zurück in die Mitte. Und dann lass die Hände auf die Knie sinken. Und die Füße sind jetzt andersrum, als du es normalerweise wählen würdest automatisch. Und das ist gut, das ist ein ungewohnter Sitz. Und dann kannst du die Hände auf den Knien lassen. Wenn das schwierig ist für dich, da bequem zu sitzen, setz dich ruhig auch auf ein Kissen, ja? Dass du dich gut im Rücken aufrichten kannst, dass du nicht da irgendwie verspannst oder es dir nicht gut geht. Und wir machen die sitzende Katze. Und dafür nehmen wir einfach normale tiefe Atemzüge. Mit dem Einatmen ziehen wir die Brust nach vorne. Dazu nutzt die Hände an den Knien. Und beim Ausatmen mach dich richtig schön rund und roll dich ein. Einatmen, Becken kippt nach vorne, Brust hebt sich, Kopf geht ein bisschen Richtung Decke. Ausatmen, mach dich rund, roll dich ein. Und das mach in deinem ruhigen, tiefen Atemrhythmus. Lass es dir da richtig gut gehen. Spiel ruhig mit dieser Bewegung, die Wirbelsäule nochmal durchzubewegen und diese Dehnungen im Rücken, wo immer du die fühlen kannst, zu genießen. Und dann komm wieder zurück in neutral.
Auch gut für die Nebennieren, die sitzende Katze. Und es gibt mehrere Varianten von der sitzenden Katze. Und wir machen mal heute noch eine weitere. Ich weiß nicht, ob die Peggy die schon mit euch geübt hat. Ihr könnt als erstes dafür mal die Knie so ein bisschen hochheben und mit Zeigefinger und Daumen euren großen Zeh fassen. Und die anderen Finger so über die restlichen Zehen legen und dann die Knie wieder runterlassen. Und mal gucken, ob ihr dann so relativ gestreckte Arme haben könnt. Und jetzt bleibt der Kopf ruhig. Und zwischen Becken und Schultergürteln werden wir diese Katzenbewegung nicht ganz so groß üben. Und dabei den Atem anhalten und so viele Bewegungen machen, wie wir können. Das sieht dann ungefähr so aus, relativ zügig. Und darauf achten, dass ihr den Kopf nicht so vor und zurück schleudert. Dass der relativ, weil die Bewegung schneller wird, und dass ihr den nicht irgendwie, dass ihr euch kein Schleudertrauma da verpasst. Kleine Bewegungen, Kopf ruhig und Atem anhalten. Wir atmen einmal tief ein, halten die Luft und dann mach so viele von diesen kleinen Vor- und Zurückbewegungen, wie du kannst. Und wenn du ausatmen musst, beende einfach die Bewegung und atme weiter. Du kannst mal kurz die Augen schließen, für einen Moment deinen Aufwärmübungen nachfühlen. Hast denn schon in den verschiedensten Körperbereichen gut gearbeitet? Vielleicht kannst du das auch fühlen im Rücken, Schultern. Und dann löse gerne deine Hände, wenn du noch die Füße hältst, und streck erstmal die Beine aus. Kannst ein bisschen lockern. Und dann gehen wir über in den Teil der Asanas und der verschiedenen Bewegungen jetzt im Hormon-Yoga, wo wir ganz gezielt die einzelnen Drüsen ansprechen wollen. Und das machen wir mit wieder dem Atem und dann dieser Energiezirkulation. Und bei der Energiezirkulation, da habt ihr, wenn ihr im Kurs seid, das letzte Mal begonnen, dass ihr die Zungenspitze jedes Mal, wenn ihr den Atem einmal kurz anhaltet, am Ende des dollen Atmens, die Zungenspitze an das Gaumendach bewegt habt. Und da dran drückt ganz sanft. Und dann habt ihr euch vorgestellt, ihr lenkt die Energie auf die Nasenspitze. Und ich weiß nicht, ob ihr auch schon den Beckenboden mit dazugenommen habt. Das wäre der nächste Teil, dass ihr, habt ihr, super, den Beckenboden anspannt. Und das ist ja schon ganz schön viel. Ne? Wenn ihr merkt, irgendwie Zungenspitze reicht euch erstmal, dann vergesst den Beckenboden, nehmt die Zungenspitze an den Gaumen. Und dann lenkt ihr die Energie mit der Konzentration zur Nasenspitze, diesem Energiepunkt, der so ein Verbindungspunkt ist zu Shumna. Das ist der Energiekanal in der Wirbelsäule, der Hauptenergiekanal. Und da sammeln wir die Energie. Und dann sage ich, wechsel die Konzentration zu, zum Beispiel deinem rechten Eierstock. Und du stellst dir vor, dass Energie, alle Energie, die du hier gesammelt hast, auf der Nasenspitze zum rechten Eierstock strömt. Du kannst aber auch einfach an den Eierstock denken und das Wort Eierstock sagen. Dein Nervensystem weiß genau, wo der ist und schickt alles dahin, was da gebraucht wird. Das ist die Praxis, die wir jedes Mal machen, um dann die einzelne Drüse nochmal einen extra Energieschub zu versorgen. Und wir fangen an mit den Eierstöcken. Und dazu machen wir als allererste Übung immer die halbe Vorwärtsbeuge. Und ihr lasst mal das rechte Bein ausgestreckt, nehmt das linke Knie ran und legt das auf die Seite. Und wenn da irgendwie eine Unterstützung gebraucht wird, dann nimmt ihr die. Und wenn du irgendwie merkst, du kommst so nicht nach vorne, irgendwas hier in der Hüfte bremst dich, um nach vorne zu kommen, dann streck das Bein einfach anders zur Seite aus. Ja, gibt mehrere Möglichkeiten. Wichtig ist, nur dass du irgendwie so das Gefühl hast, du kannst dich hier ein bisschen nach vorne beugen, dein Schienbein fassen, oder manche von euch können vielleicht sogar
mit der rechten Hand die rechte große Zehe wieder fassen, mit diesem Ringgriff, mit Daumen und Zeigefinger und die anderen Finger so auf die anderen Zehen. Und wenn das geht, dann könnt ihr die linke Hand auf die rechte oben drauf legen. Das ist ein Griff, den braucht ihr bei einer späteren Variante dieser Übung nochmal. Genau, ansonsten Hände am Bein. Leichte Dehnung in der rechten Beinrückseite, Kopf, Nacken, Hals entspannt. Und dann machen wir hier unser erstes Astrika mit anschließender Energiezirkulation. Atme aus und beginn. Ein, aus, Bauch raus, Bauch rein. Kräftig atmen. Und dann die letzte Ausatmung. Bleib in der Haltung und dann atme ein, halt die Luft an, setz die Zungenspitze an das Gaumendach, konzentriere dich auf die Nasenspitze und wenn du magst, mach auch noch Mula Bandha, setz einen Beckenbodenverschluss. Nasenspitze sammeln und dann wechsel die Konzentration rechter Eierstock und atme langsam aus. Lass alles andere los. Denk nur noch an deinen rechten Eierstock. Und stell dir vor, wie da eine Energie duschen ankommt. Einfach nochmal weiteratmen. Nochmal hinspüren. Und dann mit der nächsten Einatmung. Komm langsam hoch wieder, kannst die Arme auch gerne mal in den Himmel strecken. Ausatmen, die Arme senken. Und dann hol dein linkes Knie hoch und streck das Bein aus. Nimm das rechte ran, leg's zur Seite, auf eine Weise, die dir eine Vorwärtsbeuge erlaubt. Und dann nimm einatmen, gerne auch nochmal die Arme hoch. Und ausatmen, komm von hier in die Vorwärtsbeuge. Wenn du den Zeh fassen kannst, jetzt mit der linken Hand, und die rechte oben drauf oder einfach an deinem Bein. Kopf, Nacken angenehm. Atme nochmal aus. Und dann beginnen wieder Bastrika Kadi. Ein, aus. Beweg den Bauch gut, das ist das Wichtigste. Und dann die letzte Ausatmung, verweil in deiner Stellung, sodass es für den Rücken angenehm ist. Atme ein, halte die Luft. Zungenspitze an den Gaumen, Konzentration auf die Nasenspitze und gerne Mula Bandha, Beckenbodenverschluss. Und von der Nasenspitze Wechselkonzentration, linker Eierstock und atme aus, langsam, gleichmäßig. Lass dir Zeit, zum linken Eierstock hinzufühlen, in die Leistengegend. Und dann mit der nächsten Einatmung komm wieder vor, langsam hoch und senk die Arme. Dann kannst du dein rechtes Knie schon mal hochnehmen und in den Arm nehmen. Und einfach nochmal so als kleiner Tipp, wenn ihr diese Einatmung macht zum Atemhalten für die Energiezirkulation, ist es ganz gut, die Lungen nicht ganz zu füllen, so drei Viertel. Dann könnt ihr die Luft in der Regel leichter halten und gerade auch, wenn ihr vielleicht hohen Blutdruck habt oder heute mit den Kopfschmerzen, die da vorhin angekündigt wurden, das kann gut sein, dass das einfach besser tut dann auch im Kopf. Also nicht so einen Druck aufbauen mit voll gefüllten Lungen, sondern so drei Viertel reicht völlig aus. Genau. Und wenn ihr merkt, so ihr müsst einfach ausatmen, bevor ich vielleicht die Ansage gemacht habe, einfach schon weiter atmen. Wir nehmen das Knie einfach nur in den Arm und schmiegen den Bauch ganz eng an den Oberschenkel. Und dann atmet ihr hier aus und wir machen wieder Bastrika. Letzte Ausatmung. Und für die Zirkulation atme ein, drei Viertel reicht.
Halt die Luft. Setz die Zungenspitze wieder an den oberen Gaumen. Konzentriere dich auf die Nasenspitze. Gerne Beckenbodenverschluss. Und dann von der Nasenspitze atme aus und zum rechten Eierstock schick. Richtig so ein Energiewasserfall. Da hinunter. Du kannst dir vorstellen, wie dein Eierstock schon sich dem entgegenräkelt und sich freut. Und dann öffne deine Augen gerne, wenn du möchtest, für die nächste Variante. Es ist so eine Art Drehsitz. Dazu kannst du deinen Fuß jetzt übersetzen auf die Außenseite des linken Knies und deinen Ellenbogen richtig um dieses Knie herumschlagen, so über Kreuz und dich nach rechts drehen. Schau mal, wo ich gucke immer, dass ich so ein bisschen Platz mache für den Bauch, dass ich den so mitnehmen kann. Na, so nach den Wechseljahren bei mir auch. Da gibt es ein kleines Bäuchlein auf jeden Fall. Bei den meisten von uns ist es auch ganz gut so. Da werden schön die Östrogene gebildet in der kleinen Rundung hier. Und schau über deine rechte Schulter, setz die Hand hinter dir auf. Und dann machen wir hier unser Bastrika KD. Atme aus und vergehen. Ein, aus. Und dann die letzte Ausatmung. Atme bequem ein, füll die Lungen drei Viertel, halte die Luft, setz wieder die Zungenspitze an den Gaumen, konzentriere dich auf die Nasenspitze, mach Mula Bandha, Beckenbodenverschluss. Und dann denk an den rechten Eierstock nochmal und atme aus und schick nochmal so eine Energiewelle da hinunter. Kannst dir vorstellen, wie dein rechter Eierstock schon leuchtet und strahlt. Und dann, wenn du weiter atmest, löse langsam ausatmend die Position zurück zur Mitte. Streck dein rechtes Bein aus. Dann nehmen wir das linke. Die linke Seite. Und jetzt natürlich, klar, geht alles zum linken Eierstock. Gut. Und die freuen sich immer, die Eierstöcke, egal in welchem Alter. Bauch und Oberschenkel sind nah zusammen. Wir atmen aus und starten gleich mit unserer Atmung. Ein, aus. Und auch immer ruhig dein Tempo, ne? Langsamer, schneller, so wie sich dein Bauch gut bewegt. Letzte Ausatmung. Dann bequem einatmen für die Zirkulation. Setz die Zungenspitze an den Gaumen. Konzentriere dich auf die Nasenspitze. Und Beckenbodenverschluss. Und dann denk an den linken Eierstock. Und atme aus. Und lass dich vom Ausatmen damit hinunternehmen in die linke Leistengegend. Spür dahin. Und dann setzen wir den Fuß über. Wir gehen immer relativ zügig von einer Stellung in die nächste, sodass diese Dynamik sich so ein bisschen aufbaut und potenziert. Nimm den Bauch mit. Dreh, setz die linke Hand hinter dich und dreh die Wirbelsäule und zieh den Oberschenkel zum Bauch hin für die Massage hier und atme aus. Beginn mit Bastrika. Ein, aus. Genau, ich gucke zwischendurch immer mal, lasst euch nicht stören, atmet in eurem Tempo. Das sieht wunderbar aus. Ich sehe sogar eure Bäuche, wie die sich bewegen. Toll. Und dann die letzte Ausatmung. Dreiviertel einatmen, die Luft halten. Zungenspitze an den Gaumen drücken. Konzentration zur Nasenspitze. Beckenboden gerne anspannen.
Und dann nochmal linken Eierstock denken. Und ausatmen. Gerne stell dir nochmal so eine richtige Energiewelle vor, die da hinunterströmt und deinen Eierstock badet. Und dann atme weiter. Komm langsam mit der nächsten Ausatmung zurück zur Mitte. Und dann komm auf die Knie. Auf den Knien, wenn die Knie empfindlich sind, dann dir eine gefaltete Decke oder die gefaltete Matte für eine doppelte Lage unter die Knie polstern. Die Knie sind eng und die Füße hinten weit, dass du so richtig x-beinig stehst. Und das gibt uns eine interessante Bewegungsmöglichkeit, ne, mit dem Po nach hinten links, mit dem Po nach hinten rechts. Und dann nach vorne und nach hinten. Und wenn das so x-ig in den Knien irgendwie unangenehm ist, dann mach die Knie einfach weiter auseinander. Guck einfach, wie das für deine Anatomie so sich okay anfühlt. Ne? Jede Hüfte ist anders, jedes Knie braucht dann auch was anderes. Die Hände sind in einem Mudra, bei dem die Daumen innen sind und die Fäuste, die Finger sich wie Fäuste um die Daumen legen. Und dann hast du diese Fingerknöchel, ich komme mal näher. Also die hier, diese Reihe hier in der Mitte, und die tust du hinter deine Ohrmuschel. Das sind Reflexpunkte, die wir hier andrücken. Also da, wo Ohr und Schädel aufeinander treffen. Ich krabbel mal zurück. Und die Ellenbogen zeigen nach außen. Und jetzt fließt der Atem ganz normal. Du brauchst gar nicht auf den Atem achten. Atme ruhig. Und dann komm in diese Bewegung. Nach links hinten, nach rechts hinten, Becken leicht vor, Becken leicht zurück. Und die Bewegungen müssen gar nicht so groß sein. Versuch einfach so ein bisschen Tempo aufzubauen. Das ist ganz schön intensiv für all die Muskeln und Sehnen, die durchs Becken durchziehen. Die werden so ganz sanft hier durchgerührt, die ganzen Beckenorgane. Genau, super. Atem einfach fließen lassen. Klasse. Und dann komm nach der letzten Runde wieder zurück in die Mitte. Kannst auch hier gerne nochmal deine Arme ausschütteln. Und wir machen hier eine ähnliche Variante, wie wir vorhin bei der sitzenden Katze gemacht haben. Wir atmen einmal dreiviertel ein, halten die Luft und machen dann so viele Bewegungen mit Luftanhalten, wie wir können. Vielleicht sind es nur ein oder zwei Runden, spielt keine Rolle. Und danach kommt ihr einfach in so eine Stellung des Kindes und ruht euch dann für einen Moment aus. Also Daumen sind drin, Hände hinter den Knöcheln, hinter den Ohrlappen. Ohrlappen, Ohrmuscheln. Und dann atmet einmal ein. Halte die Luft und dann geht's los. Ohne zu atmen. Bis ihr merkt, jetzt muss ich ausatmen und dann einfach beenden und in die Stellung des Kindes wechseln. Nochmal weiteratmen, hier für einen Moment entspannen und dein Kind, guck mal, wie das geht. Vielleicht hast du die Hände einfach vorne und machst dir ein Türmchen, machst die Knie weiter auseinander. Einfach für einen Moment hier entspannen. Und dann machen wir noch eine Übung für die Eierstöcke. Und das ist die Taubenvariante. Und für die Taubenvariante kommst du aus deinem Kind in so einen Vierfüßler und holst dein rechtes Knie nach vorne. Und zwar so, dass beides Oberschenkel, Unterschenkel aufeinander sind. Also du setzt dich nicht neben den Fuß, sondern du bleibst mit dem Po auf dem Fuß und setzt dich auf die Ferse. Und das linke Bein ist hinten ausgestreckt und deine Arme sind deine Stützen. Die sind nach vorne ausgestreckt, wenn du es woanders hin brauchst, dass du nicht umfällst. Ja, dann stellen die Hände woanders hin, der Kopf vielleicht auf der Matte, vielleicht in der Luft. Und
Und für manche ist es auch hilfreich, sich irgendwie irgendwo ein Kissen hinzupolstern, dass man nicht umfällt. Ne? Das kann unter der linken Hüfte sein, unter der Brust, wenn du merkst, irgendwie es ist schwierig, hier stabil zu sein. Hat jemand von euch da Knieprobleme oder seid ihr mit dem Knie vorne alle okay? Wenn jemand eine Variante braucht für sein Knie, meldet euch. Da gibt es Möglichkeiten. Gut, wenn alle happy sind. Ja, Shakti, genau, für das rechte Knie dann. Ah, okay, dann drehst du dich um und legst dich auf den Rücken und ziehst das Knie so zum Bauch. Auf der Seite, wo es weh tut. Genau. Dann ist da nicht so viel Druck drauf. Das geht in der Regel gut. Alle anderen, wo sie sind. Und dann machen wir Bastrika. Atme aus und beginn. Und fühl, wie dein Bauch richtig schön gegen den Oberschenkel drückt. Und dann noch die letzte Ausatmung. Atme zu drei Viertel ein. Halte die Luft an. Zungenspitze an den Gaumen. Konzentration auf die Nasenspitze und gerne Mula Bandha Beckenbodenverschluss. Und jetzt noch einmal zum rechten Eierstock hin. Ausatmen. Und gerne noch einen tiefen Atemzug da hinunter. Ausatmen. Löse dich langsam aus dieser Position. Und du kannst einfach dich hochdrücken und das linke Bein nach vorne holen. Und wenn das linke Knie jammert, dann dreh dich auf dieser Seite auf den Rücken und nimm das Knie zum Bauch. Alles gut. Wieder die Hände, Arme nach vorne ausstrecken oder schauen, wie du dich stützen musst. Bauch liegt auf dem Oberschenkel. Atme aus und beginn. Kräftig zu atmen. Und letzte Ausatmung. Atme ein. Halte die Luft. Drück die Zungenspitze an den Gaumen. Mach gerne Mula Bandha. Und dann bring die Konzentration zum linken Eierstock und atme langsam aus. Atme nochmal einen tiefen Atemzug hin. Stell dir nochmal vor, wie dein Eierstock leuchtet. Und dann löst dich langsam aus dieser Stellung wieder raus. Und wir treffen uns in der Rückenlage. Such dir achtsam einen Weg dahin. Und jetzt sind die Eierstöcke gut versorgt. Und die erste Variante ist diese Lokomotivbewegung. Und dazu nimmst du als allererstes mal die Hände unter den Po, so dass deine Beckenknochen auf den Handgelenken ruhen. Und die Handgelenke richtig gut massiert werden, so dass du die Reflexzonen, die hier sind, an den Handgelenken für den Unterleib stimulierst. Nimm mal die Knie zum Bauch und fühl mal, ob du immer noch mit den Handgelenken da gut drunter bist. Wenn die Handgelenke so wehtun, dass du das nicht aushältst, dann nimm die Hände raus. Versuch das so lange wie möglich beizubehalten, die Hände unter dem Po. Wenn es geht, bis wir die alle zusammen dann wieder rausnehmen. Und dann streck das rechte Bein aus, sodass es über den Boden schwebt. Und jetzt wechselt mit jeder Ein- und mit jeder Ausatmung die Position der Beine. Beim Einatmen kommt das linke Bein vor, beim Ausatmen wieder das rechte. Das ist unsere Ausgangsposition. Wir atmen hier aus und dann beginnen. Ein, aus. Ein, aus mit Bastrika. Genau,
und kannst gucken, dass es irgendwie nicht so ein Kreis wird, sondern wirklich so ein Treten nach vorne und hinten. Und das ist ordentlich auch wieder intensiv im Leistenbereich, im kleinen Becken. Die Organe werden hier gut massiert. Und nach der nächsten Ausatmung nimm beide Knie Richtung Bauch. Wenn das schwer zu halten ist, stell die Füße auf den Boden, sonst halt die Knie oben. Atme bequem ein. Setz die Zungenspitze wieder an das Gaumendach. Konzentriere dich auf die Nasenspitze und spann den Beckenboden ein. Und jetzt lenken wir die Energie in den Kopf hinein. Von der Nasenspitze einfach in das ganze Gehirn. Und fluten das Gehirn mit Energie, mit Licht. Kannst dir vorstellen, wie alle Gehirnzellen aufleuchten, wie bei einem Feuerwerk. Ganz Gehirn, wach und lebendig. Und dann schieben wir das linke Bein nach vorne. Die nächste Prana-Welle oder Wellen der Schönheit nimmt die Diener an die Übungen gerne. Und alles, was wir machen, lenken wir in den Kopf hier. Gar nicht zu einer Drüse, sondern einfach zu allem, was da so ist im Kopf. Wir fangen hier an, atmen aus und dann beginnen wieder. Ein, aus. Mach die Bewegung so kräftig oder sanft, wie das für dich passt. Vielleicht nicht so die Übung, wenn du gerade deine Blutung hast, dann entspann dich hier. Das ist ganz schön, das arbeitet ganz schön im Unterleib. Das soll es ja auch. Und dann letzte Ausatmung, wieder die Knie an den Bauch. Hände sind unterm Po, atme bequem ein. Halte wieder die Luft, Zunge an den Gaumen, Konzentration Nasenspitze, Beckenboden ranziehen und dann vielleicht diesmal zu den Ohren und den Augen ausatmen. Stell dir vor, wie diese beiden Sinne geschärft, gestärkt werden, wie die Augen leuchten. Langsam mit den Beinen hoch zur Decke. Die Hände sind, wenn es geht, immer noch unter dem Po. Und wir machen Po-Kicks. Und wir atmen immer bei einem Kick ein und beim anderen Kick aus. Immer abwechselnd. Ein, aus. Kannst gleich für dich anfangen mit der nächsten Einatmung. Beginn. Versuch einfach nur die Unterschenkel locker fallen zu lassen, ob die Ferse den Po erreicht oder nicht, das ist bei jedem Körper anders. Versuch im Rhythmus gleichzeitig eben auch den Atem zu führen. Die Oberschenkel sind so relativ senkrecht und die Unterschenkel floppen so rauf und runter. Genau, super. Und wenn es noch irgendwas gibt, wofür du gerade einen Kick brauchen kannst, dann mach die letzten zwei dafür. Und dann letzte Ausatmung, gerne wieder Knie runternehmen an den Bauch, atme ein und setz die Zungenspitze an den Gaumen, Konzentration auf die Nasenspitze, mach Mula Wandern und dann denk nochmal an das, was gerade vielleicht in deinem Leben so ein bisschen Schub braucht, wofür du gerne Energie hättest. Und dann atme dahin, atme deine Energie. Beim Ausatmen in diese Richtung. Deine Idee mit Energie nähren. Etwas, was dir wichtig ist, was dir am Herzen liegt. Zu neigen und manchmal gerne anderen vielleicht so einen kleinen Tritt in den Po geben würden. Letztendlich können wir immer nur uns selber motivieren. Und dann kannst du die Füße so langsam auf den Boden geben. Und jetzt nehmen wir alle zusammen, wenn deine Hände noch drunter sind, die Hände raus. Und das ist so schön.
Wenn die dann befreit werden, lehn die Knie gerne aneinander und nimm die Arme locker zur Seite, dass du bequem da liegst und fühl, wie das nachklingt in den Handgelenken. Die oft bei Hormonungleichgewichten empfindlich sind, die Handgelenke oder auch in den Wechseljahren. Und das ist spannend, weil die sind ein Spiegel unseres Unterleibs. Und wir machen jetzt eine kleine Übung wie eine Wechselatmung. Du kannst dir mal vorstellen, dass du da durch die linke Hand einatmest und dein Handgelenk fühlst, hoch den Arm, die Kehle fühlst, die Schilddrüse und dann den Ausatmen, den rechten Arm runterfließen lässt durch das rechte Handgelenk, als wäre das so ein reinigender Wind oder Strom aus der Hand raus. Und dann durch die rechte Hand ein und das Handgelenk fühlen und die Schulter hoch in die Kehle. Und dann die Atemwände durch den linken Arm ausströmen lassen, wie so eine Reinigung aller Energiewege und Strukturen. Durch die linke Hand ein. Du kannst dir auch Licht vorstellen, im Handgelenk, das leuchtet, in der Kehle, das leuchtet. Und dann lass einen Lichtstrom durch den rechten Arm fließen mit der Ausatmung, der immer alle Energiekanäle reinigt und durchflutet. Und dann durch die rechten Fingerspitzen ein, wie der Handgelenk leuchtet und die Schilddrüse leuchtet. Und durch den rechten Arm aus, eine Lichtflut, die alle Unreinheiten von Spülblockaden auflöst. Noch eine Runde links, ein Handgelenk leuchtet, die Kehle leuchtet und die Lichtflut durch den rechten Arm strömen lassen. Einfach wahrnehmen, entlang spüren. Aus den Fingerspitzen raus und durch die Fingerspitzen wieder ein. Handgelenk, den Arm rauf zur Kehle und ausatmen noch einmal durch den linken Arm. Ausfließen lassen durch die Hand, die Fingerspitzen und dann atmen nochmal weiter und lass es für einen Moment einfach nachklingen. Und dann bewegen wir uns von diesem Set, den Prana-Wellen, weiter zur ersten Schilddrüsenübung, zu der wir ja jetzt schon so eine kleine Überleitung gefunden haben. Und das ist die Brücke. Und wenn du eine Überfunktion der Schilddrüse hast, dann ist es gut, die Übung nicht zu intensiv zu machen mit dem Druck auf die Schilddrüse, sondern einfach sanft. Die Hände sind neben dem Körper, die Arme, die Handflächen zum Boden, dein Kopf gerade, deine Füße stehen ruhig ein bisschen breiter auf, dass du einen guten Hebel hast, den dein Becken gleich gut heben kannst. Und zieh dein Kinn ruhig so ein bisschen Richtung Kehle. Und dann atme ein und roll langsam Becken, Wirbelsäule nach und nach auf vom Boden weg. Und versuch, das Brustbein und das Kinn zusammenzuziehen. Und beim Ausatmen roll dich ganz langsam Wirbel für Wirbel wieder runter, bis der Rücken wieder ganz entspannt liegt. Und vielleicht lässt du dir dafür auch zwei Atemzüge Zeit. Und dann fängst du wieder von vorne an mit einer Einatmung, beginn dich hochzurollen. Versuch das Brustbein und das Kinn zueinander zu ziehen. Schieb mit den Füßen fest in die Matte. Und ausatmend, roll dich langsam wieder runter. Wenn du das ein bisschen intensiver machen willst und die Anatomie dafür hast, dann kannst du auch deine Fußgelenke greifen. Nur ihr seht schon, wenn ich das mache, dann werden meine Knie so spitz und ich komme dann nicht mehr so richtig hoch mit dem Brustbein. Deswegen lasse ich die Füße ein bisschen weiter, aber für manche passt das gut
Und dann kannst du, wenn du die Fußgelenke fasst, dann hast du hier wieder Reflexzonen für den Unterleib, wie bei den Handgelenken. Ich greife die Fußgelenke nicht so gerne, aber das ist eine Option. Kannst du ausprobieren, ob das für dich passt. Und wir machen noch drei von diesen dynamischen Bewegungen. Brücke, fließende Wirbelsäule. Und immer wenn du oben bist, kannst du so deine Schilddrüse begrüßen und mal kurz dahin fühlen, in die Kehle, den sanften Druck hier spüren. Und Druck ist immer wie so eine kleine Reinigung, wie so ein Schwämmchen, das ein bisschen ausgedrückt wird und sich danach wieder neu füllen kann. Das stimuliert die Durchblutung, die Versorgung der Schilddrüse, wie bei jedem anderen Gewebe auch. Kannst dich dann vorbereiten, noch einmal nach oben zu kommen. Wähl dafür eine günstige Fußposition, Weite, Fußweite und Entfernung zum Po. Und dann komm noch einmal hoch. Wenn es Möglichkeiten gibt, dich hier noch mehr auf die Schultern zu heben, mach das. Bei manchen hilft es, die Hände zu falten und die Schultern noch mehr drunter zu ziehen, sodass du richtig gut mit dem Brustbein Richtung Kinn hochziehst. Und jetzt machen wir hier Bastrika-Kadi. Und du kannst so richtig schön auf den Bauch sehen, wie er sich dann bewegt, wenn du atmest. Atme aus und beginn. Kräftig ein- und ausatmen. Richtig pumpen. Und dann die letzte. Ausatmen. Wenn du kannst, verweil in der Stellung, atme ein und halte den Atem. Zunge geht an den Gaumen, Konzentration auf die Nasenspitze, gerne Mula Bandha. Und dann fühl die Schilddrüse in der Kehle und atme langsam aus. Stell dir vor, wie Prana, wie Licht, Energie um die Schilddrüse herum fließt, in die Schilddrüse hinein. Die Selbstheilungskräfte hier aktiviert werden. Und dann löst die Hände und ganz gemächlich ausatmen, roll dich wieder hinunter. Du kannst auch gerne für einen Moment die Beine ausstrecken, einfach kurz dich ausbreiten. Und dann sind wir bei der letzten Asana, der letzten dynamischen angekommen und das wird Viparita Karani. Und jetzt wollen wir vor allem, Viparita wirkt auch auf die Schilddrüse, aber vor allem wollen wir die Hypophyse, die Hirnanhangdrüse hier nochmal richtig fluten mit Energie. Denn die ist ja die Drüse, die allen anderen Drüsen eigentlich sagt, wie viel oder wenig sie zu tun haben. Ganz wichtige Drüse, obwohl die nur so groß ist wie so ein kleiner Fingernagel, wie so eine kleine Erbse. Ganz mächtige Instanz in uns. Ihr kommt mit dem Becken hoch und was ihr auch machen könnt, ist, wenn ihr hier seid, dass ihr den Po so wegkippt in die Schale der Hände. Und das kann auf Dauer so ein bisschen anstrengend sein für die Handgelenke oder die Unterarme. Wenn ihr das kennt, dann könnt ihr euch auch Kissen geben. Ihr könnt euch die schon hinlegen von Anfang an, ein Kissen oder zwei Kissen und die Beine dann von hier in die Luft strecken. Und wenn ihr könnt, dann kommt erstmal in die gestützte Position auf den Händen. Und die erste Variante, die wir machen, ist der Scheibenwischer. Und dazu könnt ihr die Beine grätschen. Und dann kreuzen wir immer ein Bein vor das andere zusammen mit Bastrika Kadi. Ihr atmet in der Grätsche diesmal ein. Und jetzt beginnt ihr ausatmen, kreuzen und einatmen, öffnen. Kreuzen, öffnen. Ausatmen, einatmen. Und ihr könnt den Bauch auch wieder gut sehen, wie der sich bewegt. Dann habt ihr ganz viele Beine.
Massage-Effekte. Beim Kreuzen baut ihr richtig Druck auf mit der Ausatmung. Und dann letzte Ausatmung. Kreuzt die Füße da oben in der Luft. Atme ein, setz die Zungenspitze an den Gaumen. Konzentriere dich auf die Nasenspitze. Gerne Mula Bandha, Beckenbodenverschluss. Und jetzt fühl in die Mitte des Kopfes zur Hypophyse und atme aus. Und sieh die Hypophyse leuchten wie so einen ganz hellen Stern mitten in deinem Kopf. Und die strahlt Wohlbefinden aus, Gesundheit, Stärke. Und mit der nächsten Ausatmung lass deine Beine nochmal in die Grätsche gehen. Und jetzt machen wir hier nochmal unser Bastrika. Einfach die Beine zur Seite fallen lassen, genießt die Dehnung an den Adduktoren, den Oberschenkel, Innenseiten. Atme aus und beginn wieder mit Bastrika KD. In deinem Tempo. So 7 bis 10 Atemstöße und dann letzte Ausatmung. Einatmen. Halten, Zunge an den Gaumen, Konzentration auf die Nasenspitze, Mula Bandha. Und dann wieder in die Mitte des Kopfes, die Hirnanhangdrüse nochmal leuchten lassen, strahlen. Nenn sie immer die Königin, hier mitten in deinem Kopf. Und dann bringen die Beine zusammen. Die nächste Übung, die bringt schon so ein bisschen Last von den Händen weg. Du kannst das rechte Knie anwinkeln und den Fuß auf das linke Knie setzen und dann dieses Päckchen so runterlassen etwas, dass das Knie so Richtung Schläfe, rechte Wange kommt. Und dann spürst du wieder, ist so ein Druck auf dem rechten Unterleib. Und hier massieren wir. Du atmest aus. Und beginnen mit Bastrika. Letzte Ausatmung. Atme ein. Halte die Luft. Zunge an den Gaumen. Kichari. Konzentriere dich auf die Nasenspitze. Nerven, Mula Bandha, Beckenboden anspannen. Und mitten in den Kopf. Hypophyse. Ausatmen, durchströmen, einatmen, streck das rechte Bein wieder aus, ausatmen, hol dir das linke Knie ran, Fuß steht auf dem Knie, lass das gestreckte Bein so ein bisschen runter, lass das Knie noch näher kommen, atme aus und beginn. Letzte Ausatmung. Einatmen. Setz die Zungenspitze an den Gaumen. Konzentriere dich auf deine Nasenspitze. Mach Mula Bandha. Und dann wieder in die Mitte des Kopfes. Ausatmen. Deine Hypophyse leuchten lassen. Stell dir vor, wie die Königin strahlt. Und dann kannst du gerne mal beide Knie kurz zur Stirn sinken lassen und so ein bisschen deine Handgelenke entspannen. Mach auch gerne eine Pause, wenn es nötig ist. Wir haben noch eine kleine Variante. Oder wechsel mit dem Po auf das Kissen. Aber wenn du kannst, dann komm noch mal mitgestützt, mit den Händen gestützt, mit den Beinen nach oben. Und jetzt konzentriere dich einfach auf deinen Beckenboden. Und einfach ist einfach gesagt, fühl zu deinem Beckenboden hin.
Und wir wollen einfach nur mit dem Beckenboden arbeiten. Und zwar ganz systematisch, fühl mal jetzt, wenn du einatmest, wie du den Enddarm nach innen ziehst und den Anusschließmuskel verengst, zusammenziehst. Atme weiter. Fühl, wie du den Damm nach innen holst, die Scheidenmuskulatur nach innen saugst und den Harnröhrenschließmuskel zusammenziehst. Und das halte kurz und dann mit einer Ausatmung beginne es loszulassen. Die Harnröhre, die Scheidenmuskel, den Damm und den Enddarm-Anusschließmuskel wieder locker lassen. Und auch wenn sich das vielleicht erstmal anfühlt, als würdest du alles gleichzeitig loslassen, stell dir einfach vor, das würde gehen. Und das geht. Und es ist einfach Übungssache, wie jede feine Nervenarbeit. Machen wir nochmal. Einatmen, Anusschließmuskel, Enddarm. Den Damm, die Scheidenmuskeln und die Harnröhrenschließmuskeln. Versucht die alle anzuspannen und zu halten. Und jetzt nochmal von vorne nach hinten Harnröhre mit der Ausatmung. Die Scheidenmuskeln, den Damm, den Enddarm, den Anusschließmuskel locker lassen. Noch einmal alles zusammen anspannen, nochmal nach innen ziehen mit einer Einatmung, kurz halten. Und mit einer Ausatmung nochmal alles loslassen. Und der Beckenboden ganz lebendig. Nimm jetzt die Knie gern nochmal zum Bauch oder zur Stirn. Und dann streck die Arme hinter dem Rücken auf dem Boden aus. Mach dir eine Bremse mit den Händen und versuch so langsam auszurollen. Kannst die Beine auch dabei nach hinten ausstrecken als Gegengewicht. Oder stützt das Becken mit den Händen. Wunderbar. Und dann lass dich langsam in eine Entspannungshaltung gleiten. Leg dich auf den Rücken. Für heute ist der dynamische Teil geschafft. Genieß es. Wenn du vielleicht ein bisschen kühl bist, dir eine Decke überzulegen, vielleicht Kissen unter die Knie oder was. Leicht ist eine kleine gefaltete Decke unter den Kopf. Alles, was dir hilft, dass du dich wohlfühlst. Hab schon mal ein Sitzkissen in der Nähe, dass du nachher auch für die abschließenden Übungen im Sitzen schon gerüstet bist, da gar nicht lange suchen musst. Und dann mach's dir gemütlich, mach's dir bequem. Wenn du in deiner Position angekommen bist, dann erlaub dem Körper zu ruhen. Lade den Körper ein, ganz still zu werden. Und dann für einen Moment erstmal wende dich dem Atem zu. Fühl den Atem und wenn dir nochmal nach einem tiefen Atemzug oder einem Seufzer ist, dann erlaub das, lass das einfach geschehen. Überlass den Atem einfach sich selbst, so wie er will. Lass ihn fließen. Und wenn du jetzt auch merkst, dass es noch irgendeine Bewegung braucht, noch irgendeine Veränderung, dann mach auch das. Manchmal braucht der Körper so ein bisschen anzukommen. Und wenn er dann wieder ruhig ausgestreckt da liegt, dann lass deine Aufmerksamkeit in deine Füße wandern. Fühl die Füße. Und dann die Zehen deines linken Fußes. Und wir üben die Harmonisierung der Drüsen in diesem Yoga Nidra mit der Vorstellung eines wandernden Sterns.
Und während du in deine linken Zehen hineinfühlst, stell dir vor, wie ein helles Licht über deinen Zehen erscheint. Und mit deiner nächsten Einatmung stell dir vor, wie es in die Zehen hineinsinkt. Und während dein Atem fließt, bewegt sich dieses Licht rasch durch deinen Fuß, dein Bein hinauf zu deinem linken Knie, das leuchtet. Und weiter dein Bein hinauf in dein Becken und es verschmilzt mit dem linken Eierstock und der leuchtet auf, hinterlässt so eine Sternenspur, Lichtspur, wandert weiter durch den Bauch, durch die Brust bis in die Kehle zur Schilddrüse, die aufleuchtet. Und noch weiter in den Kopf hinauf, in die Hypophyse. Und die Hypophyse leuchtet mitten in deinem Kopf. Und beim Ausatmen strahlt dieses Licht aus der Hypophyse in alle Richtungen ganz weit aus. Beim Einatmen zieht es sich wieder ganz klein zusammen, wird ein ganz machtvoller, heller Lichtpunkt. Und jetzt durch die rechte Körperseite mit der Ausatmung schickt diese Lichtflut aus deiner Hypophyse durch die ganze rechte Körperhälfte. Bis in die Finger, bis in die Zehenspitzen und hinaus. Stell dir vor, wie das Licht alle Energiekanäle hier flutet. Und die ganze rechte Körperseite leuchtet. Und dann fühl die Zehen deines rechten Fußes. Ganz deutlich. Und über den Zehen erscheint wieder ein helles Licht, wie ein Stern oder eine Lichtkugel. Und mit einer nächsten Einatmung sinkt sie in deinen Fuß ein, taucht ein und wandert rasch das Bein hinauf zum Knie. Das rechte Knie leuchtet auf, strahlt. Weiter das Bein hinauf durch die Hüfte in das rechte Becken und der Eierstock leuchtet. Und weiter durch die Brust, in die Kehle, die leuchtet. In die Schilddrüse und dann mitten hinauf in den Kopf, in die Hypophyse und das Licht verschmilzt mit dieser kleinen, kraftvollen Drüse und beim Ausatmen strahlt sie in alle Richtungen ganz weit aus. Beim Einatmen sammelt sie das Licht wieder in sich zu einem kraftvollen, hellen Punkt. Und jetzt in die linke Körperseite, von hier mit der Ausatmung, lass das Licht aus der Hypophyse hinunterfließen, wie ein mächtiger Wasserfall aus Licht, der durch die ganze linke Körperseite spült. Bis in die Finger und in die Zehenspitzen, alles Verbrauchte herausspült und die ganze linke Körperseite leuchtet. Fühl, wie alle Körperteile, die nach links zeigen, leuchten und wie das Lichtfeld, das Energiefeld deines Körpers sich nach links ausdehnt. Vielleicht mit jedem Ausatmen ein bisschen mehr. Und wie alle Körperteile, die nach rechts zeigen, leuchten und sich das Energiefeld deines Körpers nach rechts ausdehnt, mit jedem Ausatmen ein bisschen mehr. Wirst du weit nach rechts. Stell dir vor, wie dein Körper in alle Richtungen leuchtet. Auch nach hinten in die Erde, nach
oben in den Himmel. Um dich herum ein kraftvolles Leuchten, wie ein Lichtfeld, in dem du ruhst, das dich umgibt und durchdringt. Als wärst du ganz und vollkommen aus Licht. Licht der Liebe, der Heilung. Inneren Intelligenz deines Körpers. Der so wunderbar, so klug. So weise. Und dann werde dir langsam wieder deines Atems bewusst. Beginne den Atem ein bisschen zu vertiefen. Vielleicht so, dass du 3 bis 4 Sekunden lang ein- und 3, 4 oder vielleicht 5, 6 Sekunden lang ausatmest. Für ein paar Atemrunden zähl dir einen Atemrhythmus, vielleicht sogar, bei dem die Ausatmung doppelt so lang ist wie die Einatmung. Mach das ganz in Ruhe, ganz bewusst. Zähl beim Einatmen um 1, um 2, um 3, um 4. Aus um 1, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8 oder was immer dein Rhythmus ist. Vielleicht auch einfach 2 und 4 oder 3 und 6, sodass du ruhig zählen kannst, ohne Eile. Bemerke die Qualität deines Atems. Vielleicht seine Ruhe. Und auch die Qualität deiner Aufmerksamkeit jetzt am Ende dieser Stunde. Was möchtest du mit diesem ruhigen Einatmen nochmal ganz tief in dich aufnehmen? Fühl, wie es sich, während du so langsam ausatmest, ganz tief in dir ausbreitet.
Vielleicht ist es einfach Freundlichkeit, die du dir selbst schenkst. Vielleicht die Ruhe, die du gerade brauchst. Oder auch die Kraft, die für irgendetwas nötig ist. Stell dir vor, wie es dir mit dem Einatmen zuströmt und sich mit dem Ausatmen ganz, ganz in dir niederlässt. Und zu Hause ist. Und dann so langsam, langsam stell dich darauf ein, deinen Körper wieder zu bewegen. Vielleicht nimmst du einen noch tieferen Atemzug und einen Seufzer und wächst deine Zehen und deine Finger damit langsam wieder auf. Deine Füße, deine Hände. Räkel dich, streck dich. Roll dich gerne noch einen Moment auf eine Seite und wenn du soweit bist, dann komm langsam, langsam nach oben zum Sitzen. Setz dich bequem, aufrecht. Deine linke Hand leg mit Zeigefinger und Daumen in Berührung auf dein linkes Bein. Mit deiner rechten Hand schließ dein rechtes Nasenloch. Und genauso wie du gerade ganz ruhig in deiner Entspannungslage geatmet hast, atme durch das linke Nasenloch. Lass dir ein bisschen Zeit, wenn du merkst, du durch ein Nasenloch reicht die Luft nicht, dann zwischendurch atme einfach durch beide. Du lass den Mund verschlossen, atme durch das linke Nasenloch sanft ein und aus. Der rechte Arm ruht locker an deinem Körper, die Schulter ist locker. Wenn du merkst, dass du deine rechte Schulter hochziehst, dann lass sie einfach nochmal ganz bewusst sinken. Lass deinen Kiefer locker werden, die Stirn weich. Und atme durch das linke Nasenloch. Und das linke Nasenloch ist verbunden mit der weiblichen, nährenden, harmonisierenden Energie des Körpers. In Ida Nadi. Und wir nennen diese Atmung die Mondatmung oder Chandra Vedana. Durch das linke Nasenloch ein und durch das linke Nasenloch aus. Und während du so atmest, kannst du dir eine Mondsichel vorstellen, die über deine rechten Augenbraue liegt. Oder wenn es dir leichter fällt, durch einen runden, vollen Mund. Und
Dieser Mond, der symbolisiert heute Abend deinen Geist. Und er steht da ganz ruhig und fest. Und aus ihm strahlt ein sanftes, mildes Licht, das von hier über der rechten Augenbraue in deinen ganzen Körper strömt. Alles in sein mildes, silbriges Licht taucht. Und mit der Ruhe und Festigkeit eines gelassenen, kraftvollen Geistes hält, der gleichzeitig weich ist und milde, gütig. Schau mit dieser Milde und Güte, Ruhe auf dich selbst, auf diesen Körper, der dir so viele gute Dienste tut, während du durch dieses linke Nasenloch atmest. Unablässig ein und aus. Fühle, wie mit jeder Runde noch mehr Ruhe in dein Gemüt und in dein ganzes Wesen einkehrt. Vielleicht beginnst du innerlich zu lächeln, irgendwo in deinem Körper, in deinem Herzen oder in diesem Mond, der über der rechten Augenbraue steht. Und lächelnd hinunterblickt. Zähl die Geschenke deines Lebens, die Geschenke allein dieses Tages. Schau freundlich auf dich und dein Leben. Wenn du das nächste Mal durch das linke Nasenloch ausgeatmet hast, dann beende diese Übung und senke langsam die Hand. Leg die rechte Hand ab in Chin Mudra auf dein rechtes Bein. Und für den Moment sitz einfach nur da mit dir selbst. In der Stille. Vielleicht schaust du weiter dem Atem zu, wie er von ganz alleine kommt und geht.
Schließen mit Amba Jagadamba. Gesang an die göttliche Mutter in uns, die Mutter der Welt, die Kraft, die Energie, die uns nährt, uns durchströmt, auch die Kraft der schützenden, bedingungslosen Liebe. Shanti, shanti, shanti. Oh, Frieden, Frieden, Frieden. Mit dem Wunsch, dass alle Wesen Frieden finden mögen, beenden wir diese Stunde und ich danke euch.